Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo, und wir sind zurück in Österreich mit Victoria 3. Oder warte mal, wir sind zurück in Victoria 3 mit Österreich. So. Das letzte Mal haben wir einen Krieg mit Preußen gewonnen. Yay! Alle jubeln. Wir haben einen Teil der Aufgaben für die Wirtschaftsgroßmacht erfüllt und werden jetzt Motor Industries bauen. Die brauchen wir eh, weil wir können jetzt auch schon Eisenbahnen bauen. Und einige unserer Staaten haben einen Low Market Access, weil zu wenig Eisenbahnen dort sind. Schlesien, nur 66%, bist du deppert. Da bauen wir doch glatt Eisenbahnen rein. In Böhmen haben wir schon eine angefangen. Österreich noch nicht. Aber in der Steiermark, weil dort haben wir auch einen Low Access, ja. Ja. Das ist nicht gut. Low Access heißt, dass die Waren nicht auf den Markt kommen. Das heißt, wir brauchen Eisenbahnen. Gut, wie schon gesagt, wir hatten das letzte Mal schon relativ gut erwischt, weil wir Preußen besiegt haben. Außerdem haben wir ein Verteidigungsbündnis mit Bayern und mit der Toskana gegründet. Und ich hätte ganz gerne bei mir im Ah, jetzt würden sie ein Trade Agreement machen. Machen wir doch glatt. Nach dem Trade Agreement sind sie hoffentlich eher bereit. Improve Relations. Okay, mit den kleinen Staaten geht's. Aber nichts Großes mehr. Ja. Tunis wollen wir vielleicht angreifen noch. Tunis oder Algerien, einen von diesen beiden. Tripolitana ist osmanisches Gebiet und Marokko ist mittlerweile britisches Gebiet. Ja, na gut. Aber, schau mal. Nein, was wollten wir? Defensive Pact haben wir jetzt mit einem Haufen Mannschaften. Also noch immer nichts. Noch immer weit weg. Und noch sehr weit weg. Oh, warte mal. Zu Sicilies würde sich unsere Customs Union begeben. Yes. Das machen wir doch glatt. Hooray! Unser Markt ist dadurch größer geworden. Finde ich gut. Also, sie haben noch nicht zugesagt. Okay. Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich machen. Sicilian Market. Schauen wir mal. Uah.
Na, okay, die brauchen aber praktisch nichts von dem Zeug. Das wird meinen Markt nicht sonderlich umbringen. Sie haben zu viel Fertilizer, sie haben Öl, schauen wir es an, und sie haben zu viel und LED. Woher nehmen die das? Frage ich mich gerade. Holz haben sie auch zu viel, finde ich gut. Papier haben sie natürlich zu wenig, ist eh klar. Wieso haben wir die in unseren Markt aufgenommen, frage ich mich gerade. Die bringen ja gar nichts. Sie produzieren offensichtlich Munition. Finde ich gut. Oder sie importieren es von irgendwoher, was weiß ich. Zucker produzieren sie aber. Das finde ich gut. Zucker brauchen wir für unsere Essensindustrie. Na gut, soll sein. Yay, Beta Sizilien ist jetzt in unserer Customs Union. Haha, die Welt wird weiß und immer weißer. Toskana wäre auch noch schön. Und Bayern ebenfalls. Auch. Hannover ist ja schon Teil. So, wir bauen noch mehr von dieser Munitionsfabrik. Warum eigentlich? Warte mal, was ist da los? Schaumburg-Lippe. Frankreich ist auf der Seite. Wir gehen auch mal darüber. Sicherheitshalber. Mit etwas Glück. Bietet Schaumburg-Lippe wieder irgendetwas Lustiges an für uns und für Frankreich. Dann machen wir das genauso wie das letzte Mal. Kann allerdings sein, dass sie einfach so aufgeben. Das letzte Lippe hat das auch gemacht. Schauen wir mal, ob wir noch einen Krieg führen müssen mit Preußen. Crystal Glass unlocked. Das ist gut. Und zwar deswegen, weil können unsere Glasproduktion nochmal stärken. Und Glas ist sowieso zu teuer bei uns, oder? Ja, plus 22%. Wir brauchen auch Stahl und Eisen und... Ach. Na gut. Wenn wir das machen, steigt unser... Pff, steigt unser Bleipreis wieder wie in den Wahnsinn. Okay, machen wir es vielleicht so. Steigt er nicht ganz so stark. Und wir machen als nächstes Minen. Und zwar Eisenminen. Tirol. Nicht Schlesien. Westslowakei. Südtranssylvanien. Drei Eisenminen. Eine Bleimine. Zwei Kohleminen. Und dann machen wir noch mal eine Stahlfabrik vielleicht dazu. Ah, da brauchen wir hier schon eine zusätzliche. Ah, unsere erste Eisenbahn.
finde ich nett, man sieht, wo die Dinger hingebaut werden. Quasi von Graz nach Gießen oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir sonst noch hier zu tun haben. The Matter of Hungary, ja, dem arbeiten wir nicht. Urbanizing, dann daran arbeiten wir auch nicht sehr gut. From Farms to Factories machen wir natürlich, aber naja. Central Archives. Okay. Ah, wir brauchen noch ein. Wir müssen noch ein bisschen was umstellen. Das haben wir gleich. Haben wir gleich, bevor uns das abläuft. Achso. Rural Urban. Government Administration. Können wir uns das schon noch leisten? Das müsste vielleicht reichen. Yep, reicht. Zentralarchive abgeschlossen. Filing Cabinets. The use of filing cabinets in the government administration has drastically increased the effectiveness of state bureaucracy. Future isn't in flying like a bird, nor in roaring along in a train. No, the future is in filing. Of bureaucracy, mehr bureaucracy oder Identification Documents. Schauen wir mal, nachdem ich mit dem Zug ja irgendwie eingefahren bin, glaube ich zumindest. Identification Documents können wir haben. For information about our citizens. Perfekt. Finde ich gut, finde ich gut. Ah, wir haben jetzt ein Plus an Bürokratie. Finde ich auch gut. Und wir unsere Institutionen, ja, auf Stufe 3 beide. Wir könnten Home Affairs auch auf Stufe 2 geben. Das würde die Revolutionsbestrebungen abschwächen. Nicht gut, machen wir. Wir haben so viel Bürokratie im Land. Irgendwo muss das ja hin. Act Agrarianism. Ja, gut, aber ist, glaube ich, nicht wirklich ein relevantes Ding, oder? Zusen Fertilizer sind billiger geworden, finde ich gut. So, wir haben 162 Influence-Punkte. Schauen wir mal, ob wir noch jemanden. Improve Relations. Jupp, geht. Die Schweiz könnten wir vielleicht. Oder Belgien. Dänemark. Schweiz, Belgien oder Dänemark oder Schweden. Gute Frage. Machen wir. Wer ist am interessantesten für uns? Ich meine, die Schweden haben schon gegen uns Krieg geführt, die Ratten. Also machen wir es nicht. Ich meine, Schweden hat den Vorteil, wir könnten dort Billigeisen kaufen, wahrscheinlich. Schweiz. Die Schweiz in unsere Zollunion bringen. Über kurz oder lang. Das wäre auch ganz gut. Ja, okay. Das geht nicht, wenn wir 25 Dings brauchen. Na gut. Jetzt ist sowieso noch etwas frühzeitig. Oh, warte mal.
Schaumburg-Lippe hat offensichtlich seinen Konflikt gewonnen. Das habe ich nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Gut. Warum? Bei den anderen Spielen ist es immer da oben und wird aufgeploppt. Bayern und Baden sind Rivalen, echt jetzt? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Luxemburg kann überhaupt an dem Unification-Ding teilnehmen. Weiß nicht, habe ich das schon gezeigt? Rein theoretisch könnten wir Deutschland gründen. Ich weiß nicht, warum Teile von Ungarn da drinnen sind und Slowenien, aber gut, soll sein. Auf jeden Fall, wir haben Unterstützung. Also erstens mal haben wir unsere eigenen Länder als Unterstützung, was ich gut finde. Außerdem Baden unterstützt uns. Wäre nett, wenn uns Bayern auch unterstützen würde. Dann hätten wir schon 12 von 30. 19 bräuchten. Launch Leadership Play, das könnten wir machen. Das hat Preußen gemacht. Und Frankreich würde möglicherweise auf unserer Seite eintreten. Das finde ich cool. Preußen wird nur von Mecklenburg unterstützt und Hohenzollern. Hohenzollern ist irgendwie, glaube ich, ein Teil von Preußen, soweit ich das mitgekriegt habe, und würde in dem Krieg so sterben, sofort als erstes, weil sie an Baden grenzen. Württemberg würde auf mich unterstützen, ja. Und da diese ganzen, also Württemberg könnte Hohenzollern killen. Schaumburg-Lippe. Mecklenburg-Strelitz sind alle auf meiner Seite und Hannover auch. Yes, Hannover. Und Frankreich auch auf meiner Seite ist. Preußen hat keine Chance zu gewinnen, oder? Ja, aber andererseits, ich will nicht Deutschland gründen, ich will ein konservatives Österreich führen. So, wir haben jetzt 7 Millionen Radikale. Es werden nicht mehr mehr. So könnte man das vielleicht sagen. 7 Millionen Radikale auf 600.000 Loyalisten. Das ist keine gute Sache. Zehnmal so viel Radikale wie Loyalisten. Das klingt nicht gut. Oh, City of Plenty, was ist das? Most prominent members of Bohemia, high society, have been seen organizing luxurious parties in the new and lavish urban buildings. Let them celebrate. Na bitte. The party will never end. Nein, das ist nicht gut. Da sind sie dann wieder radikal, weil sie ihr Zeug nicht erfüllen.
Ich finde 10% mehr Loyalisten schon ganz okay. Böhmen ist immerhin der größte Staat, das heißt 10% bei denen hat immerhin 7000 neue Loyalisten gebracht. Yay. Herrlich, herrlich. Alles wird gut, ich muss Schokolade essen. Und wir schreiben uns gerade bei Großbritannien ein. Wir sind gehofft. Schokolade. So. Mal schauen. Wir könnten Zeug kaufen. Papier zum Beispiel. Egal wie viel Papier ich baue. Es ist sofort wieder aus alles. Wir könnten Papier vom preußischen Markt kaufen. Machen wir doch glatt. Und wir könnten ihn vom französischen Markt kaufen. Machen wir auch. Einfach, weil der Papierpreis ist unglaublich hoch. Wir müssen ihn runtersenken. Stahl kaufen wir ebenfalls von den Belgiern. Ja, ist noch immer viel zu hoch. Eisen kaufen wir aus, oh, Großbritannien. Kohle. Was sagt und aus Preußen. Aus. Auch aus. Echt, Schnaps geht uns auch aus. Großbritannien. Her mit dem Schnaps. Wir trinken sogar Gin, wenn es sein muss. Luxusmöbel. So. Knarren. Davon gibt es nicht allzu viel. Das ist nicht gut. Außer nehmen wir ein paar Knarren. Nicht aus Preußen. Wir sind ja nicht wahnsinnig. Frankreich vielleicht. So, jetzt schauen wir außerdem Buildings, Construction. Wie schaut das aus? Ja, es ist ein Bahn, yay. Und schon fehlen uns Eisenbahnen.
Billige Züge aus Belgien. Nicht schlecht. Plus auch Infrastruktur. Wird es noch besser? Ja, plus 10. Ja, die Railway noch nicht fertig. Doch, ist ja auch. Prozent, 86%. Modern Sewerage, also Kanalisation. Nicht gut. Construction Sector Maximum Level. Ah, das ist auch gut. Plus 0,05 Infrastructure Population. Das finde ich gut. Bedeutet nämlich, dass diese Gebiete plötzlich wieder gar keine Railroads brauchen. Nein, minus 247, wieso das? Stopp. Wo? Oh, da ist die Rivalry aufgebrochen. Wir hatten eine Rivalry mit Great Britain. Echt jetzt? Damit müssen wir schon ins Spiel gestartet sein. Okay, gut, was ist das? Due Promotion. Ach. Ja, Karl Ludwig. Klar kriegst du das alles für dich. Karl Ludwig von Fickelmond. Charismatischer, traditionalistischer Skat, Supply Requisition, Masterful Diplomat. Ja, okay. Ja, whatever. Die Aristokraten sind auf jeden Fall glücklich. Die Armed Forces sind so glücklich, also so gesehen. Sachsen kauft Werkzeuge bei uns. Was sagst du, Sachsen? Wie wär's, wenn du vielleicht irgendwann einmal Teil unseres Marktes wirst? Klingt doch super, oder? Gut, wir müssen irgendwas da machen. Wir brauchen wieder mehr Punkte. Wir könnten die Osmanen als Rivalen eingeben, oder? Ah, die Clear Rivalry würde uns 200 Influence-Punkte bringen. Und mögen tue ich die eh nicht, also so sein. Und schauen Sie mal wieder im Plus. Seht ihr?
Warte mal, heißt es? Ihr seid gar nicht Rivals von uns? Doch. Och. Passt. Ja, okay, wir brauchen mehr Bürokratie, ich weiß. Noch gibt es ein paar. Ach, wir brauchen Papierfabriken. Hab ich schon länger nicht mehr gesagt, gell? Papierfabriken. Wir brauchen mehr Papierfabriken. Komm schon. Noch zwei Papierfabriken. Papier können wir gar nicht produzieren, wie wir brauchen. Okay, was steht da alles? States in Turmoil. Schlesien. Okay, gut, das interessiert mich nicht. Inactive Trade Route. Das gefällt mir nicht. Aber gut, soll sein. Und eine, die nicht profitabel ist, okay. Input Goods Shortage. Ich weiß. Was soll ich tun? Ah, besser. Wir kaufen einfach ein paar Engines, bis wir unsere eigenen bauen. Oh, 6 Bataillone sind in Reserve. Wie das? Noch immer ein bisschen inefficient taxation. Initiieren. Sechs Bataillone in Reserve. Leider sieht man das hier so schlecht, wer da was handhabt. Da sind sechs in Reserve. So das. Schaffst du nicht so viele? Wieso kommandest du nur 19? Hast du irgendeine Eigenschaft, die verhindert, dass du mehr nimmst? Du hast doch vorhin alle führen können, oder? Ah, noch sehr was. Soll man dich befördern? Ja, glaube ich so nicht. So, was mit denen? Trade routes need convoys. Uff, das heißt, wir müssen mehr Ports bauen. Auf Stufe 4 ausbauen. Hier, auf Stufe 3, auf Stufe 2 und auch auf Stufe 2. Wichtig. Außerdem, du hast das bauen wir auch gleich aus um eine Stufe dann. Ansonsten sind die Konvois wieder zu, also sonst haben wir wieder zu wenig Schiffe für die Ports. Ach. So, schauen wir mal. Markt, was sagst du mir? Okay. Ah, sehr gut, sehr gut. Alles unter Kontrolle. Ah, wie schon gesagt, Clippers sind gleich einmal teurer. Kaufen da auch noch welche, was soll's. Von den Osmanen. Und von Piemont. Da brauchen wir keine Clipper, keine Convoys. Um das Zeug eher zu kriegen.
Ja, Seide wird besser mit der Zeit. Ja, Transportation können wir nicht wirklich, ja, wir produzieren 100 durch die Remaze und unsere Bevölkerung hätte gern 181. Ja, aber wir bauen hier noch Railways, also so gesehen wird das schon. Da habe ich weniger Sorge. Seht ihr, da oben ist schon eine Railway und eine Motor Industry. Kleidung, Papier. Württemberg, das ist gut. Hey, Schwarzburg unterstützt uns. Hey, ein Hoch auf Schwarzburg, wer auch immer das ist. Ich weiß alles. Bin voll im Bilde. Was rund um mich passiert. Hey, wir produzieren sogar Geld, obwohl wir keine Steuern eintreiben. Oder nur ganz, ganz wenig Steuern eintreiben. Nicht gut. Sehr gut sogar. Ja. Vielleicht sollten wir dann irgendwann mal wieder einen höheren Steuersatz nehmen. Einfach deshalb, weil ich ganz gern noch ein oder zwei Construction Sites kaufen würde. Wir produzieren zu langsam. So, wir haben Motoren gebaut, oder? Motoren. Davon brauchen wir noch nicht allzu viel. Aber was wir jetzt machen werden, ist Folgendes. Tschüss. Wir hatten noch vorher Motoren. Von irgendwoher, oder? Mal den weg. Da müssen unsere eigenen Motorenwerke eigentlich ganz gut funktionieren. So, wir machen den zweiten Motorenvertrag auch gleich aus. Wir produzieren ja jetzt selber Motoren. Yay, tuff, tuff. Wenn wir bald viel mehr brauchen, wenn wir mehr von diesen Eisenbahnen da bauen. Okay, Schlesien ist mit einem schon fertig. So, schau mal. Es fahren die ersten Züge. Und sie fahren auf der Straße. Ha, wir sind so fortgeschritten. Institutionen alle hoch. Perfekt. Schauen wir mal.
Ist der Unterschied zwischen Local und Dedicated? Ah, verstehe, Local, das sind ja ein Bonus und Dedicated. Erstens mal kann man mehr Law Enforcement machen, zweitens machen wir was? Plus minus 15% Radikale from Standard of Living Decreases. Finde ich gut. Minus 45% State Penalties from Turmoil. Und dann minus 60. Ah, warte mal. Das ist sogar besser. Da kann man auch nichts Besseres machen. Colonial Affairs kann uns aufschminken. Das ist nicht notwendig. Das geht auch nur runter, gell? Ja. Ja, die Aristokraten sind die vollen Innovateure. Ja, Agrarian. Dann haben wir wieder plus 272. Wie kommt das? Wenn wir plus 400 von Preußen kriegen wieder. Wieso haben wir das vorhin nicht gekriegt? Vinzenz Milde, prominent member of the Christian Social Party, has been accused of gross corruption. He strenuously denied all allegations until damning letters surfaced signed by him. Party should stand by Vincent and deny everything. Oder should be isolated to protect the rest of the party. Ja, das ist okay. Wer sind die christlich-sozialen? Ja, egal. Die Konservativen. Na, warum muss ich das überhaupt fragen? Das ist eh klar. Ein gutes Geld. Vielleicht sollten wir wirklich eine Construction-Ding machen. Ja, die Christozahlen haben trotzdem 92% gemacht. Wir wissen einfach, wie das geht. Ach so, bitte. So, hinter Eisen- und Kohlemine. Gut, Herrschaften, wir spielen eh schon wieder viel zu lange. Dann werden wir Schluss machen für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann. Tschüss.